Zum Dessert machen wir heute eine Torte al Cioccolato Morbide, einen sehr saftigen italienischen Schokokuchen. Hierzu trennen wir 4 große Eier. Das Eiweiß in die eine Schale, das Eigelb in die andere. Unser Eigelb schlagen wir nun mit 200 Gramm Zucker schaumig. Ihr kennt es daran, dass es fertig ist, es hat eine leicht weißliche Farbe angenommen. In einem Wasserbad habe ich vorher 200 Gramm Zartbitterschokolade und 100 Gramm Butter miteinander verschmolzen. Diese stellt ihr zur Seite und lasst sie leicht abkühlen. Nun ziehen wir unsere Schokolade vorsichtig unter das Eiweiß mit der Zuckermischung. 2 gehäufte Esslöffel Mehl kommen nun dazu. Dann rühren wir das Ganze einmal um. Und Stück für Stück unsere Eiweißmasse unterheben. Ihr seht schon jetzt, dass die Masse eine ganz leichte und luftige Konsistenz hat. Und jetzt kommt der One-Pot ins Spiel. Hierzu nehmt ihr ganz einfach die Schale raus, packt ein kleines bisschen Butter in den One-Pot und fettet ihn ein. Normalerweise bräuchtet ihr den One-Pot nicht einfetten, da er eine sehr schöne Beschichtung hat und sich auch Kuchen leicht löst. Allerdings ist das Spezielle an dem Kuchen, dass ihr vorher entweder Mehl oder alternativ Zucker in den One-Pot geben könnt. Denn dadurch bekommt der Kuchen eine schöne Karamellschicht außen. Und nun gebt ihr eure Kuchenmasse in den One-Pot. Für den Backvorgang nehmt ihr die Multifunktion und stellt den One-Pot dann auf 160 Grad. Ihr könnt anschließend noch die Zeit einstellen mit dem Timer. Und ihr wählt dann 40 Minuten aus. Den fertigen Kuchen garniert ihr mit Schokosauce. Danach mit Krokant. Und anschließend mit Sahne. Und nun lasst es euch schmecken. Turn off spot.